Marc Helfrich das Wort. Ich möchte ihm ganz herzlich zu seinem Geburtstag gratulieren, den er nämlich heute feiern kann. Sicherlich auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will hoffen, dass das nicht der einzige Applaus in meiner Rede wird, aber trotzdem hat er gut getan. Herzlichen Dank. An gute Nachrichten im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik haben wir uns längst gewöhnt. Deutschland geht es gut. Die Arbeitslosigkeit befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit 1991. Die Zahl der Erwerbstätigen ist auf Rekordniveau gestiegen. Dank der hohen Erwerbsquote fließt über die Sozialbeiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber viel frisches Geld in unsere Sozialversicherungssysteme. An diese guten Nachrichten haben wir uns so sehr gewöhnt, dass wir mitunter vergessen, was die Ursachen sind. Eine zukunftsorientierte, vorausschauende Wirtschafts- und Finanzpolitik, eine Politik, die auf Wachstum und auf sparsames Haushalten und weniger auf Umverteilung ausgerichtet ist. Auch die unter Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 eingeleiteten Reformen sind eine Ursache für unsere gute Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage. Auch wenn so manch einer auch nach 10 Jahren noch nicht seinen Frieden damit gemacht hat. Wir haben uns so sehr an die guten Nachrichten gewöhnt, dass wir manchmal auch die Augen davor verschließen, welchen gewaltigen politischen Herausforderungen wir gegenüberstehen. Und sie werden auch irgendwann mal einhergehen mit schlechteren Nachrichten. Im vergangenen Herbst, wir alle erinnern uns an diese Zeit, kamen täglich bis zu 10.000 Flüchtlinge in Deutschland an. Damals haben Wirtschaftsgrößen als positiven Nebeneffekt der Flüchtlingskrise vorschnell den Zuzug hunderttausender Fachkräfte gesehen und vom neuen deutschen Wirtschaftswunder geträumt. Gut ein Dreivierteljahr später haben die 30 größten deutschen Unternehmen gerade einmal 54 Flüchtlinge eingestellt. Lediglich 30.000 Flüchtlinge haben nach Auskunft der BA seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres einen Job gefunden, vorwiegend im Helferbereich. Das hat seinen Grund. Inzwischen wissen wir, dass 75% keine formale Berufsausbildung vorweisen können und ein Viertel der Geflüchteten auch keinen Schulabschluss hat. Es ist also wahrlich nicht überraschend, dass die Zahl der arbeitslosen Flüchtlinge derzeit kontinuierlich steigt. Das niedrige Bildungsniveau, kaum vorhandene Deutschkenntnisse und unrealistische Vorstellungen vom deutschen Arbeitsmarkt werden für viele Migranten zu einem Hindernis für die Integration in den Arbeitsmarkt und damit auch für die Integration in unsere Gesellschaft. Auch die aus Sicht der Zuwanderer auskömmlichen Transferleistungen sind eine Integrationsbremse. Darauf weisen Migrationsforscher immer wieder hin. Die Arbeitslosenquote wird deshalb im nächsten Jahr zum ersten Mal seit 2013 wieder steigen. In den nächsten 3,5 Jahren wird sich nach Berechnung der Bundesregierung die Zahl der Erwerbslosen um 500.000 Flüchtlinge erhöhen. Ein Anstieg, der sich in Zeiten positiver Konjunkturentwicklung noch verhältnismäßig gut bewältigen lässt. Gerät unsere Wirtschaft aber ins Stocken, wird es ungleich schwerer, hier Erfolge zu erzielen. Deshalb müssen wir die Mammutaufgabe der Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zügig angehen. Fakt ist, dies wird nur nach dem Prinzip des Förderns und Forderns gelingen. Mit dem Integrationsgesetz sind die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Es sieht verpflichtende Sprach- und Integrationskurse vor und belegt diejenigen mit Sanktionen, die sich verweigern. Mit dem neu aufgelegten Programm zur Schaffung von 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge, zu Unrecht diffamiert als 80-Cent-Jobs, können Asylbewerber während der Zeit des Wartens eine sinnvolle Beschäftigung ausüben. Im besten Fall ist diese Beschäftigung auch nützlich für die weitere Qualifizierung in Deutschland. Und dafür setzen wir auch richtig Geld ein. In den kommenden 3 Jahren rund 1 Milliarde Euro und im nächsten Jahr im Haushalt sind dafür 300 Millionen Euro veranschlagt.
Die Sprachförderung bleibt das A und O für eine aussichtsreiche Integration. Deshalb haben wir die berufsbezogene Sprachförderung als Regelinstrument im SGB II dauerhaft etabliert. Dieses dient der Vorbereitung der Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt. Ab dem nächsten Jahr wird es jährlich 200.000 Plätze für die berufsbezogene Sprachförderung geben. Sehr verehrte Damen und Herren, um es mit den Worten des BA-Vorstandsmitglieds Raimund Becker zu sagen, es gibt weder Grund für Pessimismus, noch gibt es Anlass zu übertriebenen Hoffnungen. Aber mit Realismus lässt sich sagen, dass aus dem Flüchtling von heute nicht die Fachkraft von morgen, aber mit Glück die von übermorgen wird. Klar ist, wenn es uns nicht gelingt, die Flüchtlinge in Lohn und Brot zu bekommen, dann ist das Sprengstoff für unsere sozialen Sicherungssysteme und für unsere Gesellschaft. Und die Flüchtlingsdiskussion darf nicht davon ablenken, dass schon länger Probleme mit Langzeitarbeitslosen aus anderen Herkunftsländern bestehen. Immer noch gibt es mehr Hartz-IV-Empfänger mit einem türkischen als mit einem syrischen Pass. Immer noch gibt es mehr Bulgaren und Rumänen, die von Hartz-IV leben müssen, als Flüchtlinge aus Eritrea. Gut, jeder vierte Hartz-IV-Bezieher hat einen ausländischen Pass. Sie müssen genauso in die Pflicht genommen und gefördert werden, wie die deutschen Arbeitslosen auch. In diesem Zusammenhang, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es wichtig, dass wir zügig den Ausschluss von Ansprüchen auf Hartz-IV-Leistung von EU-Ausländern gesetzlich festlegen. Das BMAS hat hier einen sehr guten Gesetzesentwurf vorgelegt, und es ist dringend geboten, dass wir diesen Gesetzesentwurf auch verabschieden. Wenn wir diese Klarstellung versäumen, tragen wir mit dazu bei, dass die Akzeptanz für Zuwanderung in unserem Land leidet. Von EU-Bürgern wie im Übrigen auch von schutzsuchenden Flüchtlingen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was haben Finnland, Dänemark, die Niederlande, Großbritannien, Irland, Portugal, Italien, Griechenland, Zypern und die Tschechische Republik gemeinsam? Da dürfen Behinderte wählen. Sie alle haben Rentenreformen beschlossen, die das gesetzliche Renteneintrittsalter über das 67. Lebensjahr hinausschieben. Wirklich eine bekloppte Idee, Herr Gabriel? Nein, natürlich nicht. Wir müssen der Tatsache Rechnung tragen, dass sich auch in Deutschland das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Beschäftigten und Rentnern zukünftig ungünstig entwickeln wird. Immer mehr Ruheständler stehen immer weniger Beitragszahlern gegenüber. Die Menschen leben länger, und sie werden dementsprechend auch länger Rente beziehen. Bereits jetzt ist klar, dass die Ausgaben des Bundes für die Renten in den nächsten Jahren zum Problem werden. Bis zum Jahr 2020 steigt der Zuschussbedarf auf annähernd 100 Milliarden Euro jährlich. Vor diesem Hintergrund gibt es drei Möglichkeiten: ein weiterhin sinkendes Rentenniveau, stetig steigende Beiträge oder eine höhere, an die Lebenserwartung gekoppelte Lebensarbeitszeit. Wichtig ist doch, dass für die Beitragszahler die Rente bezahlbar bleibt. Ein an die Lebenserwartung gekoppeltes Renteneintrittsalter kann dabei helfen. Wenn die Bundesbank jetzt Langzeitberechnungen bis 2060 anstellt, eine Rente mit 69 fordert, dann ist das keine Panikmache nach meinem Verständnis. Vielmehr ist es eine seriöse Vorbereitung auf die sozialpolitischen Herausforderungen der Zukunft. Die demografische Entwicklung kann man nicht wegreformieren. Sie ist planbar. Sie zu ignorieren wäre fahrlässig. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderung angehen. Lassen Sie uns dabei neue Wege beschreiten. Die vor uns liegenden Aufgaben, sie fordern uns, das ist klar. Sie dürfen uns nicht überfordern. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Waltraud.